Auch diese Frau kommt aus Sachsen-Anhalt, Annemarie Eilfeld, Sängerin, Schauspielerin. Als Model war sie auch schon zu sehen. Den meisten ist sie noch aus einer Castingshow bekannt. Auch in den Jahren danach machte sie immer wieder Schlagzeilen. Das Wichtige ist und bleibt für sie allerdings die Musik. Wir freuen uns gleich auf Annemarie Eilfeld. Das ist Annemarie Eilfelds neue Single, Wenn du gehst. Weißt du noch, wir sind verreist mehrmals im Jahr und haben jeden Tag ein Fotoalbum festgehalten. Weniger Schlager, jetzt etwas mehr in Richtung Pop. Weißt du noch, wie es war, als wir aufeinander prallten? Wenn du lachst, geht die Sonne für mich auf und ich pfeife auf jede Träne, die mein Glück versucht zu rauben. Und das ist Annemarie Eilfelds Antwort auf den alltäglichen Stress. Beim Sport bekommt sie den Kopf frei. Vor einiger Zeit hat ihr Magen stressbedingt rebelliert, als sie von einem Stalker belästigt wurde. Das ist nun vorbei und beiläufig hat die Sängerin mit Nahrungsumstellung und viel Sport ordentlich abgespeckt. Und das hat dann eben auch wirklich diesen Effekt gehabt. Also erstmal sind 8 Kilo verloren gegangen, wo ich auch sehr froh drüber bin. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr mit den 8 Kilo zusätzlich vorstellen. Und dazu passend natürlich dann auch die Kleidergrößen auch noch weniger geworden. Also ich passe jetzt teilweise wieder in Kleider rein, die ich irgendwie vor 10 Jahren anhatte. Also ich habe neulich erst eine Jeans angehabt, die hatte ich während meiner Lehre schon an, 2007. Im Privatleben gibt es seit mehr als einem Jahr ihren Freund Tim. Die Kennenlerngeschichte hat Annemarie Eilfeld in einem Video verewigt, natürlich mit Tim in der Hauptrolle. Den Marketing-Experten hat Annemie, so ihr Spitzname, nach einem Auftritt auf Mallorca kennengelernt. Am Anfang wusste er nicht, wer ihm da in die Arme gelaufen ist. Schon als kleines Mädchen gab es für Annemarie nichts anderes als singen. Es folgen 7 Jahre Ausbildung im klassischen Gesang. Mit 13 kommt sie ins Finale einer Castingshow. Damals passt sie gut ins Bild der deutschen Britney Spears. Doch Annemarie will mehr. Als jüngste Rocksängerin Deutschlands ist sie schon als Teenie Frontfrau verschiedener Bands. Die Eltern müssen immer dabei sein, denn Annemarie ist hier erst 15. Die Eltern sind es auch, die die junge Frau zu Deutschlands bekanntester Castingshow begleiten. Die Tochter wird damals Dritte, aber es hagelt auch Kritik an ihr als Person. Sie war zwar eine gute Sängerin, aber da hat man sich dann die Geschichten drumherum ausgedacht, die sie selber nicht bieten konnte. Und das war das, was uns wütend gemacht hat, was uns traurig gemacht hat. Aber unterkriegen lassen hat sich Annemarie davon nicht. Die junge Frau weiß, was sie will und wie sie es bekommt. Wenn du gehst, bleibt die Zeit stehen, weil meine Welt sich ohne dich nicht dreht. Ja, das war ein neuer Titel von Annemarie Eilfeld. Willkommen bei uns. Hi. Ja, da haben wir Sie gerade bei der Mutti gesehen. Waren Sie Weihnachten auch dort? Ja, also ich verbringe Weihnachten immer sehr gerne mit Familie, Verwandten und natürlich mit meinem Freund. Da ist es mir dann auch ganz egal, wo wir sind. Also wir haben auch schon in Mexiko gefeiert und haben den Weihnachtsmann auf dem Jetski anfahren sehen. Also wir sind da flexibel. Hat die Mutti so zwischenzeitlich verloren den Ärger, was mit ihrer Annemarie so nach dieser Castingshow passiert ist? Oder passt sie immer noch sehr auf sie? Na, sie ist natürlich immer noch sehr vorsichtig, genau wie ich auch. Mhm. Also das dauert eine Weile, bis wir zu verschiedenen Redakteuren und Sendestationen auch so ein Vertrauen aufbauen, dass wir dann eben sagen, okay, ihr dürft jetzt auch mal mit uns zu Hause im Wohnzimmer drehen und sowas. Da stellen wir uns immer noch so ein bisschen unsicher an, ist ganz einfach so. Aber das sitzt schon tief. Also das sind Wunden, die sind einfach zu einer Zeit entstanden, als ich... wie ich eben gerade schon gesagt habe, auch noch in der Lehre war. Ich meine, so 2007 bis 2009 war ich auch immer noch in der Lehre. Und was da passiert, das prägt einen Menschen ja besonders. Mhm. Ihre Eltern haben Sie ja auch gemanagt über viele Jahre lang. Die haben Sie also ständig begleitet. Das hat auch funktioniert? Ja, also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Familie ist ja eine super Vertrauensbasis. Mhm. Und gerade wenn man aus so einer großen Sendung kommt, wo eben wirklich viel passiert ist und wo auch viele Dinge mit einem gemacht wurden, die man in dem Moment weder begriffen noch gewollt hat,
dann ist es natürlich schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat, dem man blind vertrauen kann. Mhm. Und das ist ja in den meisten Fällen die Familie. Blicken wir in die Zukunft, Annemarie. Gerne. Was gibt's Neues von Annemarie Eilfeld aus Dessau? Ja, was gibt's Neues? Es wird 2019 auf jeden Fall ein neues Album geben. Mhm. Gleich zum Frühjahr wird es natürlich dann auch den ersten Vorboten geben vom Album. Das nennt sich ja dann die neue Single. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was das Jahr 2019 bringt, weil eben wirklich viel geplant ist. Also vom Album bis hin zu einer Clubtour, bis hin dann zu einem kleinen Weihnachtsprojekt, was ich aus einer Herzenssache heraus mache. Also es steht auf jeden Fall viel vor der Tür. Es wird auch wieder ein Schlagerburg-Festival geben am 14. September 2019 bei mir in der Heimatstadt. Und es gibt neue Leute an deiner Seite, die dich begleiten, künstlerisch begleiten und auch im Management. Und die kommen auch aus Sachsen-Anhalt. Ja, tatsächlich. Also Aschersleben bzw. Hier aus Magdeburg, die Agentur Hörenswert. Und das ist wirklich ein Kontakt, der jetzt in diesem Jahr entstanden ist und der sich auch, wie ich finde, gut gefestigt hat. Und ich denke, wir sind da auf einer tollen Vertrauensbasis, dass wir 2019 noch mehr gemeinsam erreichen können. Wir haben ja zwar keine Bühne, wo Annemarie Eilfeld auftreten könnte, auch abgespeckt, wie sie sagt, aus dem Fitnessstudio. Und mit welcher Diät übrigens unterwegs? Diät kann man nicht direkt sagen. Es sind eigentlich Uhrzeiten, die mein Leben bestimmen. Also ich richte mich nicht nach einer Tabelle und zähle Kalorien, sondern ich zähle im wahrsten Sinne des Wortes die Stunden. Das heißt, zwischen meiner letzten und meiner ersten Mahlzeit müssen immer mindestens 16 Stunden liegen. Manchmal, so ist es ja einfach mit dem Stress und so, sind es auch mal 17, 18, müssen wir uns hinterher noch mal ganz genau unterhalten, bitte. Genau. Jetzt hören wir mal einen neuen Titel von Annemarie Eilfeld. Oh ja, sehr gerne. Glaube ich, schon ein bisschen eine andere Annemarie, die wir jetzt hören werden. Sehr, sehr schöner Titel. Ja, ein gefühlvoller Song vor allem. Wenn du gehst, heißt er. Wenn du gehst. Mhm. Weißt du noch, wir sind verreist mehrmals im Jahr und haben jeden Tag in Fotoalben festgehalten. Weißt du noch, wie Romeo und Julia? Weißt du noch, wie es war, als wir aufeinander prallten? Wenn du lachst, geht die Sonne für mich auf und ich pfeife auf jede Träne, die mein Glück versucht zu rauben. Und ich klaue dein Herz, denn du hast meins geraubt. Und wenn du gehst, kommt mein Herz mit, weil es ohne dich nicht mehr schlägt. Und wenn du gehst, bleibt die Zeit stehen, wenn meine Welt sich ohne dich nicht dreht. Und wenn du gehst, kommt mein Herz mit, weil es ohne dich nicht mehr schlägt. Und wenn du gehst, bleibt die Zeit stehen, weil meine Welt sich ohne dich nicht dreht. Sehr einfühlsames Lied von Annemarie Eilfeld. Ist das die Richtung, in die Sie jetzt gehen möchten? Also die Texte sollen natürlich auch zu Herzen gehen und die Texte sollen natürlich auch was aus meinem Leben beinhalten. Also wie zum Beispiel der Titel Wenn du gehst beinhaltet für mich so ein bisschen den Abschluss mit einem sehr traurigen Thema aus dem Jahr 2018. Und zwar habe ich meine liebe Oma an Krebs verloren und das ist dann so eben meine Art, damit umzugehen. Morgen? Nein, übermorgen. Nein, in 3 Tagen ist Silvester. Oh Gott, schon in 3 Tagen. Ja, 3 Tage haben wir noch. Dann bist du wieder in Berlin zu sehen, vom Brandenburger Tor. Ja, also dieses Mal habe ich mir wirklich mal nichts dazwischen kommen lassen und habe wirklich gesagt, wir machen das jetzt in diesem Jahr mal. Trotz des Stresses und trotz dieser wahnsinnigen Anspannung, die davor definitiv herrschen wird. Aber ich habe gesagt, ich möchte einfach in diesem Jahr auftreten vorm Brandenburger Tor auf der großen Silvesterbühne vor gefühlt 18 Milliarden Menschen. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was da irgendwie zusammenkommt. Und ich habe einfach Bock auf dieses Gefühl. Also ich bin schon bei der WM dort aufgetreten vom Brandenburger Tor. Und das war natürlich auch großartig, auch wenn Deutschland nicht so gut abgeschnitten hat. Anderes Thema, aber mir hat das Feeling gefallen, dieses Miteinander und die Menschen liegen sich in den Armen und das will ich einfach jetzt Silvester noch mal sehen und erleben und dazu auch noch singen. Ich meine, besser geht's nicht.
Wir haben heute alle erlebt, liebe Zuschauer, diese Annemarie Eilfeld. In ihr steckt ganz wahnsinnig viel. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns heute endlich mal kennengelernt haben. Immerhin sind Sie ja seit 2009 schon im Rampenlicht. Ja, und immer mal hier ein- und ausgegangen und trotzdem hat man sich nicht getroffen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön, im neuen Jahr und viel Erfolg. Ja, wünsche ich auch. Den Besuch. Vielen Dank. Heute.